Abstand von jeweils mindestens 1,5 Metern durchgehend einzuhalten. In dem Falle wäre es gut gewesen, liebe Polizei, wenn ihr wie woanders schon mal Abstandshölzer mitgebracht hättet. Auf dem Opernplatz, Moment, bei Nutzung eines akustischen Verstärkungsmittels, zum Beispiel Megafon, Mikrofon und so weiter, ist dieses nach jedem Redebeitrag vor Übergabe an den nächsten Redner zu desinfizieren. Gott, ja, sage ich nachher noch was. Es ist einfach. Wir gehen auch alle mit Gürtel und Hosenträger und an der Schlafanzughose schlafen. Ja. So, auf dem Opernplatz sind die Opernhaustreppe und der Zugang zum Opernhaus sowie zum Behindertenaufzug freizuhalten. Ebenso sind die in der Anlage Opernhaus Rettungswege, ersichtlichen Rettungswege rund um das Opernhaus mit einem Abstand von 7 Metern zum Gebäude und zur Treppe einzuhalten. Ja. Ich sehe eindeutig, das sind 7 Meter. Das Betreten und Verlassen des Opernhauses durch den Haupteingang muss möglich bleiben. Dieses ist dadurch sicherzustellen, dass Ordner diesen Bereich abschirmen. Ebenfalls ist das anliegende Mahnmal für die ermordeten Juden Hannovers freizuhalten. Na, so weit kommen wir gar nicht. Gut, untersagt wird das Mitführen von Glasbehältnissen, sowie wie zum Beispiel Flaschen und Dosen. Bei polizeilichen Lautsprecherdurchsagen ist der eigene Lautsprecherbetrieb unverzüglich einzustellen. Ein Ordner je 50 Teilnehmer. Wir haben heute ein paar mehr. Ordner sind relativ einfach zu erkennen. Wer des Lesens mächtig ist, sieht halt eine Weste und da steht der Ordner drauf. Schön Gelbweste. Ist ja wie in Frankreich. So. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, dürfen nicht als Ordner eingesetzt werden. So, und dennoch unsere Aufbauten. So, und wie gesagt, Maske, 1,50 Meter Abstand. Ja, wie gesagt, mit Gürtel und Hosenträger schön in die Schlafanzughose und so weiter. So, das war's. Organisatorisch, die Versammlung ist eröffnet. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr nicht dem Ratschlag von Nancy Faeser gefolgt seid, Schilder im Wohnzimmer aufzustellen, um eure Meinung kundzutun. Wir haben heute eine ganze Menge was vor. Wir haben insgesamt 9 Redner. Ich sage die jetzt mal so kurz runter. Der erste heißt Jörn König. Ach, der steht schon. Der zweite ist Joachim Buntrack, den wir sehr herzlich begrüßen. Dann wieder noch ein Lokalpatriot, sowohl im Bundestag als auch aus Hannoverland, Dirk Brandes. Dann haben wir Joachim Paul vom Bundesvorstand und Landtagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz. Moment, ich habe was völlig falsch gemacht. Der zweite Redner wird unser stellvertretender Landesvorsitzender Christopher Emmen sein. So, danach kommt Dietmar Friedhoff, auch Lokalpatriot aus Hannoverland und Bundestagsabgeordneter. Und dann freue ich mich besonders auf Jürgen Braun aus Baden-Württemberg, auch Bundestagsabgeordneter, ein sehr lieber Kollege. Und dann kommt Stefan Bothe, seines Zeichens Landtagsabgeordneter. Dann kommt Joachim Buntrack und zu guter Letzt Landtagsabgeordneter aus Hannoverland, Stefan Henze. So, und jetzt lasst mich bitte noch mal 5 Minuten was zu dem ganzen, zu den ganzen Maßnahmen und Schikanen, man muss es ja sagen, reden. Es heißt immer, folgen Sie der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat unaufgefordert, im letzten Jahr haben die Aerosolforscher Deutschlands einen offenen Brief geschrieben und haben gesagt, im Freien gibt es keine Ansteckung mit Corona. Das ist die Wissenschaft. Die haben also nicht irgendwie, sie wurden befragt, sie haben aktiv gesagt, das ist Unsinn. Es gibt also keine Ansteckung im Freien. Trotzdem müssen wir jetzt wieder Hosenträger, Maske und wir müssen 1,50 Meter Abstand, Gürtel einhalten. Es ist einfach Unsinn. Und was aber noch wichtiger ist, eine sehr bedeutende Politikerin, die größte Außenministerin aller Zeiten, Annalena Baerbock, hat doch in Moskau gesagt. Ich kann nur mal unterstreichen, dass bei uns die Pressefreiheit bedeutet, dass. Bei uns die Pressefreiheit bedeutet. Wir hätten Pressefreiheit. Ja? Und Pressefreiheit heißt eben nicht Maskenpflicht. Ja? Wenn wir bei Annalena Baerbock bleiben, dann wissen wir gleich, wir sind bei der feministischen Außenpolitik. Jetzt für alle, die mal CDU gewählt haben,
Ihr glaubt nicht oder schämt euch einfach. Es ist ganz einfach so. Es ist ganz einfach so. Elisabeth Motschmann von der CDU, die hat schon bevor Annalena ins Außenministeramt kam, gesagt, sie will feministische Außenpolitik machen. Ja, ich persönlich mache feministische Innenpolitik und zwar ganz innen drin. Ich bin nämlich der Meinung, mein Körper gehört mir. Und deshalb bin ich gegen die Impfpflicht. Ja, ich möchte keine medizinische Behandlung. Und ich habe eigentlich auch ein gutes Argument auf meiner Seite, nämlich Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Die körperliche Unversehrtheit ist garantiert. Und wir erinnern uns mal vor 2 Jahren, ne? Da war Corona noch eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Copyright im Bayerischen Rundfunk, das wurde wirklich so bezeichnet. Ja? Am 14.03. vor 2 Jahren gab es noch ein Dementi über harte Maßnahmen. Einen Tag später wurde der Lockdown verkündet. Und so den Leuten glaubt man noch was. Und dann hieß es nur mal kurz Lockdown, dann ist der böse Virus weg. Ach nee, dann brauchen wir noch Händedesinfektion. Ihr könnt euch noch erinnern an Uschi von der Leyen, die diese Hände gewaschen hat. Ja? Dann ist es vorbei. Ach nee, jetzt bitten wir uns alle schallos. Masken hatten wir ja noch nicht, weil Mangelwirtschaft. Wir waren ja nicht vorbereitet, obwohl 6 Jahre schon in Bundestagsdokumenten drin stand, dass man sich vorbereiten könnte. Und so weiter. Ja, dann hieß es, keine Schals, jetzt nehmen wir Masken. Nachdem wir Masken hatten, nehmen wir FFP2-Masken. Jetzt müssen wir noch draußen maskiert rumlaufen. Jetzt müssen wir noch die Kinderspielplätze schließen. Ach, die Sportstätten und Fitnesscenter müssen wir auch schließen. Aber dann ist bald wieder alles vorbei. Ach nee, jetzt müssen wir noch die Geschäfte zumachen. Und jetzt warten wir noch auf den Impfstoff. Und der Impfstoff ist der Gamechanger. Und Pustekuchen, wieder war nichts. Ja? Und jetzt bleiben wir mal alle mal wieder schön zu Hause. Und dann ist alles schön vorbei. Und dann ist der ersehnte Impfstoff da. Und dann geht es immer weiter. Inzwischen wissen wir, dass man auch mit Impfstoff infiziert und infizieren kann. Infiziert werden kann und selber infizieren kann. Ja, also selber infektiös ist. Und jetzt brauchen wir noch einen Booster. Und jetzt erklärt uns aber Ugo, ja, der Erfinder des BioNTech-Impfstoffes, dass man für Omikron auch wieder 3 Dosen braucht. Da sind wir schon bei 6. Ja. Also ich sag's mal ganz offen, ich erlebe diese Leute in jeder Sitzungswoche und ich glaube denen kein Wort mehr. Ja. Das ist einfach nur erschreckend und das ist einfach alles nur um Machterhalt, um die eigene Macht zu erhalten. Dabei ist es so, wie soll ich sagen, also die Posten sind nicht so, dass man da wirklich für über Leichen gehen sollte, so wie es gerade getan wird. Kommen wir mal zur Inflation. Was haben wir denn gerade für Inflation? Wir haben Großhandelspreise, die sind um 24% innerhalb eines Jahres gestiegen. Das sind ist der höchste Wert seit 1949. Ja, 1923 war nicht dabei in der Aufzeichnung. Miete, Strom, Gas, Wärme können die Leute einfach nicht mehr bezahlen. Und auf der anderen Seite haben wir aber viele linke Heuchler, die doch wirklich sagen, wir haben Platz. Die sagen, wir haben Platz, holen hier Leute her, die wandern ins Sozialsystem ein, kriegen die Miete bezahlt und dann wird sich echt gewundert, dass die Mieten steigen und dass die Wohnungen knapp werden. Ja, in Hannover feiert man sich, dass man 1000 Wohnungen im Jahr baut. Ja, das reicht nicht. Es wird sich auf der anderen Seite gefreut, dass wir einen Zuzug von 8000 Leuten haben. Eine Wohnung für 8 Leute. Super. Die Energiepreise sind im November gestiegen um 27% gegenüber dem Vorjahr und im Dezember um 28%. Und die Frage ist, warum steigen denn die Preise? Die steigen jetzt erstmal ganz akut in den Energiebereich darum, weil wir eine Energiewende haben, die völlig verranzt ist, beziehungsweise die völlig unsinnig ist. Und weil wir Kernkraftwerke und andere Kraftwerke einfach abschalten. Klar, dass dann der Preis steigt, aber es ist noch was anderes. Spätestens seit 2008, seit der Finanzkrise, wird, ich sag mal, Geld gedruckt ohne Ende. Das ist technisch noch ein bisschen anders, aber ein bisschen komplizierter, aber im Grunde ist es es. Und damals hat der EZB-Präsident Trichet, hieß die damals, hat gesagt, ganz knallhart, wir können Geld drucken ohne Ende. Hauptsache, es kommt nicht beim kleinen Mann an. Dann gibt es auch keine Inflation. Das hat jetzt 12, 13 Jahre gedauert und jetzt kommt es beim kleinen Mann an. Vorher haben alle, die in ihrem Casino-Kapitalismus an der Börse und sonst wo, haben die mit dem ganzen Geld rumgespielt. Und es ist einfach so erschreckend. Jede Krise wird einfach mit neuem Geld zugedeckt. Lindner,
Lindner hat gerade 60 Milliarden im Haushalt gefunden und die ballert er jetzt auch irgendwie raus. Und das für eine Partei, die eigentlich mal für Fiskaldisziplin stand. Dazu kommen so Fachkräfte wie die Frau Schnabel, EZB-Vizepräsidentin. Die sagt mal ganz locker, auch in der Vergangenheit haben wir die Energiepreise gar nicht berücksichtigt. 27%, 28% nicht berücksichtigt. Und jetzt ist hier plötzlich auch mal rausgerutscht, oh, die Inflation wird vielleicht doch dauerhafter. Also man muss sich nicht wundern, wenn man die Saat legt, dass es dann passiert, dass dann halt die Inflation kommt. Kommen wir mal zur Präsidentin der EZB, das ist Frau Lagarde. Die kennt sich eher mit Sonnenbänken als im Zentralbankgeschäft aus. Jedenfalls ihrer Optik nach zufolge. Die Frau ist verurteilt. Das Gericht hat aber keine Strafe festgesetzt. Aber wir haben eine Vorbestrafte auf dem EZB-Präsidentenstuhl. Es ging ja nur um 400 Millionen Euro. So, und mit dieser Kompetenz, und natürlich kommt sie aus einem der sagenhaften Südländer in Europa, die schon immer davon gelebt haben, wir kennen alle die Entwertung noch, als es noch die Lire gab. Jedes Jahr war der Kaffee in D-Mark gleich viel wert, aber in Lire war es halt immer ein bisschen mehr. Und genau diese Politik macht sie jetzt. Und wem trifft das? Uns. Wir diszipliniert sind. Wir haben jetzt im Tage-2-Saldo, für die es nicht wissen, das ist so eine Art Anschreibkonto für alle anderen in Europa. Wenn wir exportieren, kriegen wir nicht unbedingt Geld, sondern erstmal eine Forderung auf dieses Zentralbankkonto gutgeschrieben. Das ist um 20% gestiegen. Das liegt jetzt bei 1,2 Billionen Euro. Das ist erstmal nur eine abstrakte Zahl. 1,2 Billionen Euro. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wir haben 40 Millionen Erwerbstätige. Die könnten damit, jeder könnte da 30.000 Euro von bekommen. Im Grunde haben wir uns alle ein halbes Jahr Urlaub erarbeitet. Lohnfortzahlung im Urlaubsfall. 1,2 Billionen, dafür könnten wir ein halbes Jahr Urlaub machen. Keine Wohlstandseinschränkung, nur die Länder, die uns diese 1,2 Billionen Euro schulden, die müssten uns halt dieses endlich mal zurückzahlen. Und wir könnten davon ein halbes Jahr alle Urlaub machen. Das wäre doch mal ein schöner Lockdown. Ja? So, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben ein halbes Jahr vorgearbeitet, ja, trotz aller Abgabenlast und ähnliches. Das war es von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, wir halten alle Regeln ein. Und jetzt übergebe ich das Wort an Christopher M.